Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch einmal aufs Neue zeigen, wie man ein startfähiges Laufwerk für macOS erstellt. Denn ich habe dieses Video schon mal gemacht, habe jetzt aber zufällig selbst ein gebricktes MacBook Air in die Finger bekommen, musste dafür ein solches Laufwerk erstellen und feststellen, hey, mein Wissen ist gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Naja, schade. Zuallererst einmal müssen wir macOS herunterladen. Das können wir ganz normal über den App Store machen. Allerdings mit einem kleinen Vorbehalt, ihr findet macOS darin nicht uneingeschränkt. Das heißt, wenn ihr hier jetzt einfach zum Beispiel mal sucht, macOS, dann werdet ihr feststellen, dass ihr hier alles Mögliche findet, aber nicht die echten macOS-Versionen, obwohl sie im Mac App Store vorhanden sind. Von Apple gibt es aber eine Webseite dazu, die alle nötigen Informationen und den entsprechenden Link enthält. Dementsprechend einfach mal ganz kurz in Safari und... jetzt haben wir die Tastaturverbindung verloren, nicht so wild. Und wir gehen hier auf diese Seite. Den Link packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Und hier findet ihr macOS Laden. Download macOS Monterey, Big Sur, Catalina, Mojave, was auch immer ihr gerade möchtet. Oder eben hier unten auch El Capitan. El Capitan ladet ihr dabei per Browser. Und die anderen Versionen ladet ihr über den Mac App Store. Das heißt, wenn wir hier jetzt draufklicken, dann, ich mache das jetzt mal mit Catalina, weil das habe ich schon heruntergeladen, dann müssen wir da jetzt nicht so lange drauf warten. Aber dann lädt das Ganze hier einen kurzen Moment. Der Mac App Store tut sich neuerlich auf und wir landen nach einigen Sekunden des Wartens irgendwann bei macOS Catalina im App Store und können dann hier oben auf Laden klicken. Das mache ich jetzt natürlich nicht, weil ich habe das Ganze schon heruntergeladen und auf meinem MacBook hier drauf. Eine Besonderheit müsst ihr aber noch berücksichtigen, das verrate ich euch jetzt auch. Wenn ihr einen Mac mit M1-Prozessor habt, dann funktioniert das Ganze zwar grundsätzlich auch, aber eben vorbehaltlich dessen, dass ihr eine Version herunterladen möchtet, die mit dem M1 kompatibel ist. Nicht, weil es da eine technische Begrenzung gibt, sondern ich zeige euch das einmal ganz kurz hier auf meinem iMac mit M1. Wenn ihr im Mac App Store auf, beziehungsweise über diesen Link von Apple auf den Mac App Store geht und mit einem Mac kommt, der nicht mit einem Intel-Prozessor ausgestattet ist, dann kann er natürlich diese Intel-Versionen auch nicht nutzen. Und Apple geht im App Store halt stets davon aus, dass man die Software für den Computer herunterladen möchte, den man gerade nutzt. Und deshalb blockieren sie das. Was wir eben gesehen haben, El Capitan kann man als DMG-Datei herunterladen. Das könnt ihr dann übrigens tatsächlich zumindest theoretisch nutzen. Ich habe es nicht ausprobiert, aber in meinen Augen spreche da erstmal nichts gegen. Denn das, was hier gleich passiert, ist keineswegs kompilierte Software, sondern nur ein wenig Skript. So, wie geht das Ganze nun aber? Wir öffnen uns einmal schnell ein Terminal-Fenster. Ich mache das erstmal sauber hier. Und jetzt nutzen wir eine Funktion, die Apple in die Images eingebettet hat, nämlich die Funktion Create Install Media. Dazu müssen wir zuallererst einmal eben wissen, wie heißt das Laufwerk, auf dem wir das Ganze installieren wollen. Das muss ein USB-Stick sein oder ein anderes Flash-Speichermedium mit 16 GB oder mehr. Das können wir einmal hier ist CD, also Change Directory, Volumes, können wir hier einmal reingehen, einmal LS machen. Und jetzt sehen wir hier, ich habe Macintosh HD, das ist die eingebaute Festplatte dieses MacBooks. Und ich habe Hendrik, das ist ein USB-Stick, den ich mal nach mir selbst benannt habe und den ich dafür jetzt opfern werde. Achtung, wenn ihr darauf ein installationsfähiges Betriebssystem drauf spielt, dann ist der Inhalt des USB-Sticks hinterher platt. So, wir gehen einmal wieder dahin, wo wir vorher waren, mit Change Directory Leerzeichen. Damit kommt man immer wieder dahin, wo man als Benutzer startet. Und jetzt sagen wir hier sudo, weil wir dafür für die ganze Aktion, die wir jetzt machen, Super-User-Rechte brauchen, das kann also nicht jeder Benutzer, Admin-Rechte würde der Windows-Nutzer unter uns sagen, slash Applications, slash install macOS Catalina. Ihr könnt übrigens immer Tab drücken, wenn der Namensteil, den ihr schon eingetippt habt, eindeutig ist. Contents, Resources und hier drin gibt es jetzt Create Install Media. Dann müssen wir noch angeben, wohin das Ganze stattfinden soll. Das machen wir mit minus minus Volume. Und dann ist das Ganze unter slash Volumes Hendrik. So, dann gebt ihr einmal euer Passwort ein. Müsst hier noch einmal bestätigen, dass ihr euch sicher seid. Und dann geht's los. Tja, und das ist es. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung, nämlich dahin, wenn das Ganze fertig ist, weil das dauert jetzt potenziell auch durchaus mal ein Stündchen oder etwas länger.
So, nach ziemlich genau 32 Minuten war das MacBook Pro, das ich mit diesem Auftrag hier versehen habe, fertig. Das heißt, es ist ein Bootfleck gesetzt worden auf dem USB-Stick und die Bootdateien sind geschrieben. Das heißt, wir haben jetzt hier einen kleinen USB-Stick, den können wir auswerfen. Wie benutzt man diesen USB-Stick jetzt? Ja, ich werde es euch zeigen. So, wie funktioniert das Ganze nun? Wie bekommt man es hin, dass der Computer vom USB-Stick bootet? Ja, das zeige ich euch. Ihr drückt einfach, ich mache das jetzt einfach mal so hier freihand mit der Kamera, drückt einmal auf den Startknopf und dann direkt im Anschluss, spätestens während des Gongs, auf die Alt-Taste und dann kommt ihr in diesen Bildschirm. Und das ist der richtige Zeitpunkt, um, das ist der USB-Stick, den wir eben beschrieben haben, um diesen USB-Stick hier upsasa, einzustecken. Und dann sehen wir auf dem Monitor nämlich, wir können hier auf Install macOS Catalina klicken und los geht's. Eigentlich ganz einfach. So, aber auch für die Macs mit M1, wie zum Beispiel meinen iMac hier, möchte ich euch ganz kurz das Rezept verraten. Das ist nämlich ähnlich einfach. Ihr haltet gedrückt den Power-Knopf und dann taucht hier auf für Startoption weiter gedrückt halten. Und man sieht vor allen Dingen, wie dreckig mein Display ist. Das ist ja erbärmlich. Und dann könnt ihr loslassen, sobald da steht Startoptionen laden. Und ihr werdet feststellen, hier taucht gleich ein vergleichbarer und recht ähnlicher Startbildschirm auf. Danke fürs Zusehen bei diesem Video und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.